Hallo und herzlich willkommen aus meiner kleinen Manufaktur hier in meinem Holzhaus in Spanien. Heute geht es um das Thema Farben. Ich habe da schon mehrfach jetzt die Frage erhalten, ja, welche Farben kannst du empfehlen? Ja, das Thema Farben ist so ein Roman, da könnte man Bücher schreiben, ja. Nichtsdestotrotz werde ich heute mal viele unterschiedliche Farben zeigen und dir auch zeigen, wenn du die Farben zu Hause hast, was kannst du damit machen oder wie sieht das aus, wenn man damit punktet, was kann man verbessern an der Konsistenz der Farbe, was sind die Vor- und Nachteile und ja, das schauen wir uns gleich an. Ich werde die Kameraeinstellung ändern. Ganz nah auf die Farben, damit du das auch sehen kannst. Ich habe poppige Farben ausgewählt, damit die auch richtig sichtbar sind. Auch die Konsistenzen, beziehungsweise was wir da alles so noch dazufügen können, damit die Konsistenz sich ändert und so weiter. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier schon die erste Farbe mal reingemacht. Das ist von Amsterdam. Die Farbe 292, das ist Nepalgelb, ist aber nicht so wichtig. Es geht um die Konsistenz. Und es geht ja um das Fertigen von Mandalas, beziehungsweise wir arbeiten ja im Punktmalerei-Bereich, beziehungsweise ich male ja auch mit Pinseln diese größeren Blütenkelche oder Swoofes, wie man die auch immer nennt. Und das wäre das Gleiche. Ja? Die Farbe ist schön von der Farbe, aber für einen Punkt, das sieht jetzt eigentlich schon jeder, ist die gar nicht geeignet, weil die viel zu dick ist. Also die Konsistenz ist für das Dotten völlig ungeeignet. Ich kann jetzt auch mal so ein Tool hier reinmachen und mache das auf das Blatt Papier. Das siehst du schon, Entschuldigung, so. Daran siehst du schon, wenn du vorne so ein Hütchen hast, wie der Punkt aussieht. Das heißt, wenn du jetzt diesen Punkt setzt auf dem Blatt Papier oder Leinwand oder Holz, hast du bei dieser Farbe das Hütchen und das wird sich auch nicht mehr absenken. Das bleibt so. Das kann man im Prinzip am Tool sehen, was die Farbe macht. Ja? Die ist nicht dünnflüssig genug. Das, was ich jetzt mache, gilt für alle Farben. Wir haben bei diesen Farben zwei Möglichkeiten, um diese Farben jetzt, wenn wir die unbedingt nehmen wollten, zu bearbeiten. Das heißt, im ersten Schritt wäre das ein Medium dazuzufügen und zwar von Liquitex. Das nennt sich Pouring Medium. Das wird übrigens auch für dieses Acrylpouring wird das auch dazu gemixt. Es nennt sich eben auch Fluid Medium. Davon kann man dann so ein bisschen reinmachen. Entschuldigung, jetzt ist die Flasche genau auf dieser Farbe, aber die ist nun mal halt so groß. Ich mache jetzt da mal bewusst nicht so viel rein und mix das mal. Würde oder macht an der Konsistenz nicht so wirklich viel. Es wird ein bisschen geschmeidiger. Es lässt sich ein bisschen besser bewegen. Ich check das jetzt noch mal. Kannst du sehen, es ist kein Unterschied, glaube ich. Und was du auch sehen kannst, oder man fühlt das auch. Dieses Medium zieht Farben zusammen. Das bedeutet, wenn ich jetzt das gleiche Tool wieder nehme, die Farbe ist jetzt von der Konsistenz anders,
aber das Medium zieht die Farbe zusammen. Das heißt, der Punkt hat eine ganz andere Größe. Hört sich verrückt an, ist aber so. Es ist, wie du das schon sehen kannst, einfach schwierig, so eine Farbe in eine Konsistenz zu bringen, die, ich halte es in die Kamera rein, jetzt ganz nah, dann kannst du das sehen. Ist ein bisschen schattig hier jetzt. Das steht über und das bleibt auch. Also die senken sich nicht ab, die Farben. Ich könnte jetzt, das ist der zweite Schritt bei so Farben. Ich habe hier so einen kleinen Wasserflaschenbehälter mit so einer Tülle. Wenn du da jetzt das Wasser noch reinmischst, das war jetzt ein bisschen viel, aber das macht nichts. Das kann man also einmischen. Macht keinen Unterschied. Dann wird die Farbe sehr, sehr flüssig. Wahrscheinlich eignet die sich jetzt dann auch zum Dotten eher. Nicht wirklich. Wie gesagt, ich würde das auch oder probiere das dann auch aus. Ja. Mir ist es aber mittlerweile einfach zu zeitaufwendig. Ich nehme noch mal das Tool. Mache jetzt noch mal einen Punkt. Jetzt senkt sich die Farbe ab. Hat aber ganz viele, jetzt ist ganz viel Luft in der Farbe, also ganz viele Air Bubbles, also Luftbläschen. Und da musst du ganz viel arbeiten, um das da wieder rauszukriegen. Die Farbe ist jetzt abgesenkt, also das kann man jetzt sehen hier an dem Punkt. Die würde sich auch jetzt absenken, aber nicht so, wie das wirklich sein sollte. Und was auch dazu kommt, das muss ich auch sagen, wenn wir Medium reinmischen und Wasser, dann crackt die Farbe, das heißt, die reißt. Das heißt, der Punkt ist nicht so, wie er von der Farbe sein sollte, weil die Konsistenz der Farbe nicht mehr 100% ist. Also es ist zugemischt worden und durch das Medium und Wasser geht die Farbe auseinander. Sobald die getrocknet ist, hast du so ganz kleine Risse drin und je größer die Punkte sind, umso mehr Risse hast du halt in den Farben. Meine Erfahrung. Also deswegen, die Farbe ist schön, aber ich nutze sie überhaupt nicht mehr. Und wenn ich Amsterdam-Farbe nutze, dann nur noch zum Grundieren von Hintergründen. Ja? Und auch das musst du mehrfach machen, weil die Farben nicht so deckend sind, dass du das nur einmal machst. Okay, dann habe ich die zweite Firma, das ist von Pebeo. Da habe ich einige von, das ist ein Ocker. Und die Farben sind eigentlich auch ganz gut, auch zum Grundieren von Hintergründen. Ich mache das mal hier daneben. Da siehst du schon, wenn man es reinmacht, dass die Farbe schneller rauskommt, dass die von der Konsistenz ein bisschen leichter ist. Die ist nicht so dickflüssig. Die ist schon viel, viel geschmeidiger. Ja? Also die Pebeo-Farben sind nicht schlecht. Zum Punkten, wie du das hier sehen kannst, haben die auch so dieses Hütchen. Ja? Senken sich aber, wenn ich da noch mich dran erinnere, senken die sich aber trotzdem, glaube ich, ab. Wie gesagt, man muss es ausprobieren oder man darf das ausprobieren. Aber ich sehe das eigentlich ja, das senkt sich ab. Das ist von der Konsistenz eigentlich nicht schlecht, aber es ist jetzt so nicht die Farbe, die ich jetzt für meine Kunstwerke nehmen würde. Vielleicht, ja, aber es ist nicht mein Favorite, also überhaupt nicht.
Ich zeige es mal in die Kamera von der Seite. Da kannst du das sehen, dass die Vorherfarbe hier das angemischt mit Medium und Wasser, dass das abgesenkt ist. Und die steht hier noch ein bisschen hoch, aber das ist viel minimaler als jetzt das. Und das ist auch bei den Farben, muss ich dazu sagen, Geschmackssache. Manche wollen ja auch sogar diese Hütchen da haben. Ist ja auch wohl wieder in. Aber wie gesagt, die PBO-Farben sind auch von der Deckkraft sind die gut, ja? Diese kleineren Tuben hier, da habe ich so ein paar Naturtöne noch, aber nutze ich eigentlich auch weniger. Okay, dann habe ich vor nicht so allzu langer Zeit mich dazu hinreißen lassen von der sehr bekannten Firma Arteza, mir so ein ganzes Pack zu kaufen. Da sind, glaube ich, irgendwie 36 Farben drin in diesen 60 Milliliter Behältern. Die Farben sind non-toxic, also die sind sehr darauf bedacht, die sehr umweltfreundlich auch herzustellen. Ja, das finde ich auch toll. Sind ja auch aus den USA, die Farben. Genau wie DecoArt, die zeige ich euch auch gleich noch. Die Farben sind von Arteza sind klasse, ja. Also für abstrakte Künstlermalereien sind die klasse. Diese Farben nutze ich für Pouring. Da mische ich das rein, ja. Also wenn ich das anmische für Hintergründe, sind die wirklich, ja, sind die klasse. Ja. Für Punktmalerei, ich drehe es mal, das siehst du schon. Es ist eine sehr, sehr schöne Konsistenz. Also die Farbintensität, das Glänzen, das ist schön. Also man kann das auch zum Dotten nutzen. Es ist nicht gerade ganz so abgesenkt, aber ja, ich denke mal, dass man es machen könnte, ja. Mal gerade von der Seite schauen. Also das Pink hier sehe ich jetzt gerade, müsste ich eigentlich mal einsetzen für meine Sachen. Aber du kannst es auch hier sehen, es steht hoch, ja, und ja, es ist halt nicht, es ist weit weg vom runden Punkt, ja. Das ist so, dass man sieht das aber auch schon im Behälter, wenn du diese Farben hast und du mischst die. Das siehst du hier schon. Das ist sowohl bei dem Ocker, da steht schon so ein Hütchen hoch, da auch und hier auch. Und so sehen auch die Punkte dann aus, entsprechend, ne, auf deinen Kunstwerken. Ich mache das jetzt nochmal mit so einem Tool. Ja, das senkt sich nicht ab. Ne? Nicht so, wie es sein sollte. Wie gesagt, von der Farbkonsistenz, von den Farben, von der Auswahl ist das toll, ja. Aber ich kann sie leider zu wenig nutzen für die Arbeit, die ich mache. Ja, dann habe ich eine ältere Farbe. Dies ist von Galleria. Die ist auch bekannt. Das ist von Winsor & Newton. Das ist auch eine. Das ist ein Karminrot, glaube ich, nennt sich das. Ja, die Farbe ist auch schon etwas älter, die ist viel, viel dünner. Und das ist auch eine gute Farbe, eine gute Acrylfarbe. Muss immer ein bisschen aufpassen, das sieht man schon, wenn man das geschüttelt hat, kommt direkt raus, also nicht so optimal diese Verschlüsse hier, also Riesenbehälter, und deswegen habe ich die auch immer noch. Uah, Hilfe. Wo ist mein Papier? Ja, muss man so ein bisschen Schutzkleidung tragen, so ein bisschen. Aber wie gesagt, siehst du schon von der Farbintensität sehr, sehr schöne Farben und sehr, ja, hat einen tollen Flow, die Farbe. Ja?
die ist noch dünner, sage ich jetzt mal, als diese Arteza-Farbe. Also zum Punkten nicht schlecht. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, das sieht man schon beim Punkt. Ich mache jetzt bewusst noch mal Farbe rauf, dass das gar nicht mehr oben so spitz zuläuft, sondern schon direkt runter geht. Also für das Dotten ist das nicht schlecht, die Farbe. Kann man nehmen. Du merkst, wenn du Farben kaufst und du die schüttelst, merkst du das vom Innenleben. Bei so Tuben ist das schwierig, ne, das zu schütteln. Aber bei so kleinen Flaschen, wenn du die anfassen kannst oder das hier, die größere Behältnisse, wenn du diese Farben schüttelst und die sich hin und her bewegen, wie, ja, wie so, sage ich mal, flüssige Sahne, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die Farbe sich auch absenkt, weil die anderen Farben sind einfach viel zu dick dann. Ja, das ist gut. Ich halte das noch mal so ein bisschen schräg. Da sieht man es sehr gut, dass das hier obendrauf schon. Oh, sorry, ich bin aus der Kamera raus. So, noch mal. Dass das sich hier absenkt. Das sieht man gar nicht, dass es ein Hütchen hat. Ja. Das ist auch ein sehr schönes Rot übrigens, sehe ich gerade. Was bei den Farben, was du auch testen kannst, wenn du Dotting Art machst, wenn du dir einfach ein Tool nimmst, ich mache das jetzt mal bei dem Rot, was ich gerade hatte, und dann daneben, neben dem Punkt, jetzt diese kleinen Flügelchen mal ziehst. Daran siehst du eben auch, was für eine tolle Konsistenz die Farbe hat oder eben auch nicht, ja? Oder ein bisschen kürzer und das einfach mal, das mache ich sehr oft, immer noch, dass ich die Farben selber auf einem Blatt Papier einfach mal ausprobiere. Wie sieht das aus, wenn ich die jetzt in so einem Design verwende? Weil das sind ja nicht nur die Punkte, ja? Ich mache das jetzt mal mit diesem Pink hier. Ich nehme bewusst das gleiche Tool und mache auch die gleiche Größe. Da hört die Farbe schon ein bisschen vorher auf. Die stoppt so ein bisschen. Ja. Die Konsistenz ist einfach nicht so geschmeidig wie das Rot. Ja. Sieht alles ein bisschen kleiner aus, kürzer. Deswegen ist es immer ganz gut, das auszuprobieren. Ich mache das mit dem gleichen grünen Tool jetzt nochmal, auch mit der gelben Farbe hier, mit diesem Ocker. Die anderen zwei stelle ich mir mal ein bisschen weiter weg. Da bin ich schon mit dem Rot da schon reingetropft. Mache ich das mal hier. Geht aber auch. Ja? Also, das sieht auch gut aus. Das war die PBO-Farbe, ja. Würde auch gehen. Ja. Dann habe ich die nächste Farbe von Schminke. Die habe ich früher sehr, sehr oft benutzt. Habe ich immer noch diese großen Behälter. Das ist ein Königsblau. Oh, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt geschüttelt kriege. Die legen die Flaschen bei mir, aber es sollte, glaube ich, jetzt nicht so gut aussehen erstmal. Doch. Ja, ist schon raus ein bisschen. Hatte ich ein bisschen dünner in Erinnerung. Ich habe die aber auch längere Zeit nicht benutzt. Ich
wahrscheinlich müsste ich die noch mal viel, viel mehr schütteln oder nutze ich aber auch, das muss ich dazu sagen, nutze ich diese Farben nur für, ja, der ist schon auch zu dickflüssig, ja, wie man das sieht. Kann man schon sehen von der Konsistenz. Ja, das ist einfach, fürs Dotten ist das nichts. Ja. Für Hintergründe, wie gesagt, ja, kann man das machen. Was ich dazu auch noch sagen möchte, wenn du Hintergründe damit jetzt bemalen würdest und nimmst dann auch Wasser dazu, dann hast du natürlich noch mehr Arbeit, weil Hintergründe niemals mit Wasser mischen, die Farben, weil sonst kriegst du das gar nicht dicht, diese Farbe, diesen Hintergrund. Und wenn du Medium reinmischst, dieses Fluid-Medium, dann wird die Farbe glänzender. Ja? Also dann hast du so einen satinierten Schimmer. Ja? Das auch nochmal so zur Info. Ja, dann gehen wir eigentlich mal, das sind alles Farben. Also mein Favorite ist jetzt eigentlich, die Pebeo-Farbe ist gut. Die von Arteza finde ich auch ganz gut. Und von Winsor und Newton, die finde ich auch gut. Ja, aber für jetzt das, was wir hier machen, das Punkten, ist das das Blau von Schminke und Amsterdam. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf DecoArt. Also das sind die Farben, die ich nutze seit etlichen Jahren. Ich habe das ausprobiert und nutze eigentlich überhaupt gar keine anderen Farben mehr. Selbst für Hintergründe nutze ich DecoArt, weil die einfach sehr deckend sind und meine absoluten Favoriten. Und ich glaube, die meisten Künstler, die Dotting Art machen, arbeiten damit. Die gibt es ja in normalen, also matten Farben. Ich habe jetzt bewusst mal dieses Grün genommen. Und dann gibt es die auch als Metallic Farben. Und ja, kurz schütteln und kommt man sehr lange mit aus. Ich mache die dann entsprechend auch und das siehst du, ist fast wie Wasser, was da rauskommt und eben geeignet für immer auch mal mischen und für das Dotten ist das natürlich spitze. Senkt sofort ab und ist genau der Punkt, den man braucht. Ja, da braucht man gar nichts zu erklären. Die Konsistenz ist einfach spitze. Und kaufen bei Amazon, da gibt es immer noch, habe ich gesehen, so Sets, ja, wo diese Grundfarben mit drin sind. Und da siehst du schon diese Swipes hier, wie lange du damit ziehen kannst. Die Farbe ist einfach von der Konsistenz einzigartig. Ja. Und damit macht das Arbeiten eben auch Spaß. Ja. Sind die Farben teurer? Nein. Ich muss dazu sagen, die sind so, ich habe teilweise Farben, die sind 2,5 Jahre alt. Ja. Die man Töne, die man eben nicht so oft nutzt. Aber ich habe natürlich auch ganz viele. Ja. Mittlerweile ein ganzes Regal voll, aber die Farben, die verschiedenen Nuancen, die da gemischt werden, das kriegst du selber gar nicht hin. Also es ist schon spitze. Jeden Cent wert. Und während der Arbeit ist das eben auch toll, ob du Punkte machst oder was du damit machst, da ist halt jeder Punkt schön, ja. Ob du das mit Pinsel machst oder das ist halt einfach gut, sehr, sehr gute Qualität. Ja. Und dann finde ich, dann, wenn man was Schönes kreiert, dann sollte man auch nicht da jetzt irgendwelche
so Billigprodukte nehmen. Wobei, das sind ja alles Markenprodukte. Die Farben, die ich jetzt vorgestellt habe, ja, das ist ja nichts. Die sind im Preissegment, sind die eigentlich alle gleich. Ja. Gut, dann gehe ich noch auf Deco Art Metallics ein. Das ist so ein lila, Purple Pearl nennt sich das. Das ist eine wunderschöne Farbe. Nutze ich auch sehr oft. Manchmal setze ich nur so Teilbereiche rein. Metallic-Farben von Deco Art sind ein bisschen dicker von der Konsistenz, wenn die so rauskommen. Hat aber letzten Endes mit der, ja, es ist ein bisschen anders damit zu arbeiten, aber das senkt sich sofort ab. Was man mit Metallic-Farben super gut machen kann, ist, dass diese Top-Dots setzen. Also wenn du jetzt so einen Vorher-Punkt hast und machst dann noch deinen Punkt oben drauf, dafür ist das klasse. Und dafür brauchst du eigentlich auch nicht diese Drops kaufen. Ne? Da habe ich auch mal ausprobiert jetzt, aber letzten Endes kann man diese Top-Dots auch mit viel Farbe, bisschen Geschick kann man das auch schön mit diesen Metallic-Farben machen. Ja. Das ist gar kein Thema. Und ich habe nach langer Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich im Internet nach langer Sucherei, weil das Angebot der Deco-Art-Farben sehr eingeschränkt ist. Also es gibt eine Vielzahl von Farben. Noch mal ein bisschen näher gucken. Nee, das wollte ich nicht. So ist aber ganz gut. Eine Vielzahl von Farben von Deco Art, ob Metallic oder die normalen Farben. Und habe tatsächlich in Spanien, in der Nähe von Madrid, ein recht großes Farbengeschäft gefunden, die alle Farben auch dann auch liefern können. Da gibt es auch diese Packs, also diese Sets, aber mittlerweile nutze ich halt noch speziellere Farben und die haben alle Farben da, die das Herz so begehrt. Ist eine sehr, sehr tolle Firma und die liefern halt eben auch entsprechend gut organisiert. Ja, hier kannst du natürlich auch mit machen, was du möchtest, weil gerade mit Metallic-Farben kannst du unglaublich schöne Sachen kreieren, weil die sind so wunderschön geschmeidig, diese Farben. Ach, könnte ich gerade schon wieder anfangen hierzu. Ne, das ist schön. Okay, ist ein bisschen dick jetzt, aber ja, das ist schon tolle Qualität. Ja, und das hier kannst du damit auch natürlich super gut machen, wenn du diese Bällchen hier in so eine Spitze ziehst, ja. Das ist alles gar kein Thema. Das ist kein Problem. Wie lang du möchtest. Ja, das zu den Farben. Ich hoffe, dir hat das weitergeholfen. Du kannst ja auch mal im Internet schauen. Es gibt ja mit Sicherheit in Deutschland oder Österreich oder Schweiz gibt es mit Sicherheit größere Geschäfte, die eben auch diese Deco-Art-Farben vorrätig haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das anders auch als noch bei Amazon verkauft wird. Ich habe mich gewundert, dass das in Spanien, gut, in Madrid ist natürlich künstlerisch einiges los und bin da echt happy, dass ich das gefunden habe. Und da bestelle ich jetzt meine Farben. Also ich mache das gar nicht mehr über Amazon, ich mache das dann direkt über die Firma, weil die Farbenauswahl einfach viel, viel größer ist. Ja, so dauert das manchmal auch, ne? Eine Zeit lang, bis man dann auch die entsprechenden Läden findet und
Vielleicht auch die Farben. Ich finde auch Deco Art, was die auch auszeichnet, ist, die Farbtöne sind sehr speziell, sehr, sehr schöne Farben. Und mittlerweile grundiere ich auch die Hintergründe mit den Farben, weil sie einfach, die Farben sind einfach deckend, ja. Man braucht wenig Farbe und auch für die Hintergründe und das sind einfach meine Favoriten und ich brauche da gar nicht mehr mischen oder ausprobieren, weil letzten Endes, ich hatte das jetzt, glaube ich, mal hier so ein, von Artesa hatte ich so einen Farbton mit im Mandala drin und habe dann während der Arbeit festgestellt, ja, okay, jetzt hast du es gemischt, ich glaube mit Medium und Wasser, weil es ein unglaublich schöner Ton war. Es war ein anderer als der, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ein ganz helles Lila. Und letzten Endes war es so, dass ich dann, als ich das im Mandala verarbeitet habe, gedacht habe, mein Gott, hättest du doch von Dekoarten Orchidee oder so genommen. Weil das zieht sich zusammen, dann die Farbe, die Punkte sind nicht so, wie man sie gerne hätte. Und letzten Endes brauchst du unendlich viel Zeit dann am Ende, um das dann irgendwie, naja, hinzukriegen. Deswegen, also, dieses schöne bunte, was ich jetzt hier so gemalt habe. Ich mache das auch, gebe ich zu, das hier auch bei Mandalas habe ich immer ein Blatt Papier da liegen, um zum Beispiel zu gucken, wenn du ein Design hast. Kann ich da jetzt eigentlich mit Blau diese Swipes reinsetzen? Und wie sieht es aus in dem Metallic-Ton, ja? Oder im matten Ton? Also ich nehme mir dann tatsächlich Farbe, gucke mir den Abstand so ungefähr an, nehme ein kleines Blatt Papier und gucke dann, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt so das erste reinmale? Und wie sieht es aus, wenn das zweite noch drin ist? Und das dritte noch, wie viel Abstand habe ich dann noch? Kann ich dann mit der gleichen Größe noch Lila reinsetzen? Ja. Das mache ich immer noch, ja. Ja. Ich würde sagen, das war's zu den Farben. Was ich erstellt habe, da gehe ich auch noch kurz drauf ein in dem Video jetzt hier. Ich habe digitale Dateien erstellt. Ich gehe mal schnell hier in meinem PC, weil ich das selber gar nicht mehr alles weiß. Und zwar habe ich unterschiedliche digitale Dateien erstellt. Zum einen ist das von diesem wunderschönen Mandala in Türkis, ist das, sind das drei Videos, also Video 1, 2 und 3, wie es hergestellt wird in Echtzeit. Und habe dazu eine PDF erstellt, das ist eine Farbpalette, was ich da verwendet habe, welche Farben. Da habe ich ja auch mit dieser PBO-Farbe, mit dieser Fantasy-Farbe gearbeitet, sowohl im mittleren Bereich als auch im äußeren Bereich mit diesen Ovalen. Und dann habe ich einen ja, PDF-Download erstellt für das Grundieren und Vorzeichnen von Mandalas in drei verschiedenen Größen, 10, 20 und 40 cm, wie man das so vorzeichnet, dass man auch ein wunderschönes Mandala fertigen kann. Dann habe ich eine Farbpalette gemacht, das Volume 1. Das sind insgesamt 11 Seiten und 5 Mandalas, die ich vor längerer Zeit schon gefertigt habe. Da sind die ganzen Mandalas mit Farbpaletten erklärt. Und dann habe ich jetzt ganz neu den Workshop für Beginner gemacht, also für diejenigen, die starten möchten. Da habe ich, das sind insgesamt 4 Videos, da sind 3 Videos davon, sind 3 verschiedene Mandalas,
die ich auf oder die wir dann auf 10 cm Holz fertigen. Ich finde das noch schöner als jetzt auf Steine. Das ist ja meistens so für die Starter, die dann auf Steinen arbeiten. Ich habe das bewusst auf Holz gemacht, weil ich das ganz toll finde. Und ja, da gibt es auch ganz viele Tricks und Kniffs und sonstige Sachen und Tipps. Und ja, das kannst du dir auch mal anschauen. Das ist Workshop für Beginner. Das kannst du, findest du auch alle diese Sachen in meinem Etsy-Shop. Und ja, vielleicht auch ein tolles Weihnachtsgeschenk übrigens für alle, die starten wollen. Da habe ich auch natürlich darauf hingewiesen, beziehungsweise eine separate Datei erstellt, was du wirklich brauchst als Starter, wenn du beginnst. Nicht 10 verschiedene Handwerkstools, die du brauchst. Das ist ganz einfach gemacht und damit kannst du eigentlich alles fertigen, was du möchtest. Ja. Es liegt nicht am Werkzeug. Wenn man die richtigen Sachen hat, dann und die sind gar nicht so kostspielig. Ein paar Farben reichen da am Anfang auch und diese kleinen Holzpaneele, das ist auch nicht die Welt. Also damit kann man wunderschöne Sachen fertigen. Und das nur noch mal zur Erklärung zu den Downloads. Und bei den Downloads ist es so, wenn du die gekauft hast im Shop, dann hast du direkt einen Zugang zu diesen Dateien, die lädst du dir runter auf deinem PC und dann hast du das. Ja? Und da sind dann auch die Links zu den Videos aufgelistet und die kannst du dir dann, solange du möchtest, so oft du möchtest, auf YouTube kannst du dir die anschauen. Und die sind natürlich nicht öffentlich, nur für diejenigen, die das dann gekauft haben, logischerweise. Und ich finde es vorteilhaft, wenn man zum Beispiel startet, so wie ich das damals gemacht habe. Ich finde das immer toll, wenn du ein Video hast, was du stoppen kannst. Oder ich pull das nochmal zurück, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Ach so, das war mit dem Tool oder die Größe. Ach so, die Farbe hat sie dahin gesetzt. Ach so, nee, dann mache ich das doch so. Oder überlegst dir selber schon während des Fertigens, ach, ich könnte das eigentlich mit dem Grün machen oder mach das vielleicht doch in Weiß. Das finde ich so toll an den Videos, ja. Da kannst du eben stoppen und sagen, ach, ich warte lieber bis morgen und guck's mir dann nochmal an und mach's dann vielleicht noch besser oder anders oder optimier das nochmal. Das finde ich an Videos so toll. Und du kannst es so oft anschauen, du möchtest, ne? Wie du möchtest. Also, das ist eben auch der Vorteil. Ja. Okay, das nur nochmal dazu. Und dann wünsche ich dir eine schöne, schöne restliche Vorweihnachtszeit und ja, viel Spaß bei dem Dotten. Vielleicht auch, wie gesagt, als Geschenk ist es auch toll, so ein Download. Die jüngeren Leute stehen ja auch total auf sowas. Okay, bis bald und alles Liebe. Tschüss.